habe jetzt nochmal nachgeguckt und im Heimspiel gegen Osnabrück hast du bereits dein 100. Pflichtspiel gemacht für die Lilien. Also war jetzt Dresden die 101. Ist es eine Zahl, auf die du stolz bist, die du so erwartet hättest, die du auch vielleicht auf dem Schirm hattest? Um ehrlich zu sein, hatte ich das nicht auf dem Schirm. Ich wurde vom Tim Strack, dem Fanbeauftragten, nach 98 Spielen darauf aufmerksam gemacht, dass ich diese Zahl erreicht habe. Und ja, ist irgendwo schon eine schöne Sache, jetzt so oft für den Verein am Ball gewesen zu sein. Und ja, ich hoffe, dass da noch ein paar Spiele dazukommen werden. Kannst du dich ja noch an dein allererstes Lilienspiel erinnern? Mhm, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Das war zu Hause, müsste 2010 gewesen sein, gegen Pfullendorf haben wir zu Hause gespielt und eigentlich ganz gut gespielt, aber 2-0 verloren gehabt. Damals waren, ich habe nachgeguckt, 2500 Zuschauer im Stadion. Rest der Saison waren es oftmals sogar unter 2000. Ist es dann für dich manchmal unglaublich, was jetzt in diesen fast 10 Jahren seither passiert ist? Ja, absolut. Also ich denke, der Verein hat eine enorme Entwicklung genommen, gerade mit den Aufstiegen, die dann jetzt nach und nach erfolgt sind. Ist dieser viel zitierte Riese dann irgendwo wieder erwacht. Ich denke auch, das merkt man in der Stadt, wenn man da auf Autokennzeichen guckt oder Autos fahren, überall ist irgendwo eine Lilie vertreten. Und ich glaube schon, dass da ein absoluter Hype um den Verein entstanden ist. Und es ist auf jeden Fall eine coole Sache, da beteiligt gewesen zu sein. An ein Tor aus deiner Premierensaison wird aber immer noch gerne und oft zurückgedacht, an deinen Treffer gegen Wormatia Worms. Ist es auch so eins deiner schönsten Tore, vielleicht auch deiner schönsten Momente, die du in Darmstadt erlebt hast? Also ich sag mal, wenn ich treffe, sind das ja alles nur schöne Tore, ne? Aber das war schon ein extrem wichtiges Tor, ne? Und ja, die Erinnerung daran werde ich, glaube ich, nie vergessen, an den Tag allgemein, weil es alles so spitz auf Knopf gestanden hat. Und war auf jeden Fall, war eine geile Saison, wobei dann die nächsten Aufstiege natürlich auch unvergessen bleiben. Sogar jetzt das Bielefeld-Wunder, wo ich jetzt nicht unmittelbar beteiligt war, aber das natürlich auch verfolgt hatte. Und wenn man da Bilder sieht, da kriegt man ja sozusagen damals noch aus Fanperspektive, hat man da auch immer noch Gänsehaut. Also ja, sind schon in den letzten 10 Jahren einige Ereignisse gewesen, an die man gerne zurückdenkt. Gerade Fanperspektive, du hast uns ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass du früher selbst als Fan auf einer komplett leeren Gegengerade gestanden hast, manchmal mit dem Fahrrad da noch hingefahren bist. Jetzt aktuell gegen Osnabrück war das erste Mal die fertiggestellte Gegengerade. Ist es für dich nochmal was Spezielles jetzt zu sehen, was da für eine imposante Tribüne entstanden ist? Ja, was heißt für mich? Ich glaube, für jeden von uns Spielern ist es eine tolle Sache, dass man da jetzt zumindest bis Sommer wieder ein, sag ich mal, relativ fertiges Stadion hat mit allen 4 Tribünen an jeder Seite. Die Gegengerade ist sehr gelungen. Die Fans haben auch eine sehr gute Stimmung gemacht gegen Osnabrück. Ich hoffe, dass es jetzt nicht nur wegen der Eröffnung der Fall war, sondern allgemein so bleiben wird, weil uns das sicherlich auch pushen kann und pushen wird. Und auf jeden Fall ist das ein schmuckes Ding geworden. Jetzt kannst du viel über Vergangenes reden, bist aber natürlich weiter noch fester Bestandteil der Mannschaft. Hast 16 Saisoneinsätze, jetzt auch zuletzt 2-mal wieder von Anfang an gespielt. Wie zufrieden bist du bislang mit deiner persönlichen Saison? Ja, ich denke, das ist wie immer. Es gibt Höhen und Tiefen, wie es im Mannschaftssport ist. Zwischenzeitlich hatte ich leider auch eine Verletzung gehabt, die ich auskurieren musste. Dann waren mal andere Spieler vorne dran und natürlich ist es von jedem persönlich der Anspruch, in der ersten Elf zu stehen. Aber wir haben einen breiten und guten Kader. Das muss man dann auch akzeptieren, wenn man mal hinten dran ist. Und sich versuchen weiter anzubieten. Aber natürlich genieße ich gerade die Situation, die letzten 2 Spiele von Anfang an gemacht zu haben. Jetzt warst du gegen Dresden auch die laufstärkste Lilie. Ist das so ein Zeichen dafür, dass du fit aus der Winterpause gekommen bist oder bist du generell einfach jemand, der viel läuft, nur bisher war immer noch einer vielleicht ein paar Meter mehr vorne dran? Nein, ich denke, das ist positionsbedingt und ist auch irgendwo spielabhängig, wie intensiv das Ganze dann gestaltet wird. Und ich versuche da mein Maximum zu geben, wie jeder andere, denke ich auch. Und ja, positionsbedingt macht man da halt ein paar Meter mehr, wie jetzt zum Beispiel ein Innenverteidiger oder logischerweise auch ein Torwart. Aber ich versuche da jedes Spiel irgendwo an meine Grenze zu gehen, an meine Grenze zu kommen. Und wenn es dann auch mal zur laufstärksten Lilie reicht, ist das auch dann ein gutes Gefühl. Wenn wir schon bei Statistiken sind, dein letzter Treffer im Mai 2019. Was ist da los? Okay. Ja, wären wir wieder an der Zeit. Ich weiß auch nicht, die Schüsse kommen im Moment nicht, sind oftmals zu hoch angesetzt, verfehlen das Tor immer mal.
Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass es da jetzt demnächst mal wieder klingeln wird. Ja, ich arbeite hart dran und ja, also ich gehe fest von aus, die Saison nicht ohne ein Tor beenden, dass ich die Saison ohne ein Tor beenden werde. Im Training ist ja eigentlich regelmäßig so, dass Shepard, wenn du schießt, hörst du dir da manchmal auch einen Spruch von den Mitspielern an, dass du ein bisschen dieser Trainingstorschütze bist, oder? Nee, weniger, aber ja. Training und Spiel ist leider nicht vergleichbar. Das ist dann nochmal eine andere Situation. Ja. Aber wie gesagt, ich werde dran arbeiten. Jetzt generell auf die Mannschaft geblickt. 3 Spiele, 5 Punkte, keine Niederlage. Kann man zufrieden sein mit dem Start in 2020? Ja, denke schon. Jetzt gerade der Sieg gegen Dresden war enorm wichtig und wird uns, denke ich, auch Auftrieb geben für die nächsten Wochen. Ja, weil ja schon wieder, es hat ja wieder Stimmen gegeben, wie lange man jetzt nicht gewonnen hatte und die ganze Zeit nur unentschieden gespielt. Aber was eigentlich aus meiner Sicht eine eher positive Bilanz ist, als das negativ zu werten, dass man so lange ungeschlagen ist. Und ja, wie gesagt, es ist jetzt schön, dass wir uns in Dresden endlich mit einem Dreier belohnen konnten. Ich denke, gegen Osnabrück war die Leistung auch absolut in Ordnung. Kiel konnten wir mit dem einen Punkt dann leben, wobei da mit ein bisschen Glück auch ein Sieg drin gewesen wäre. Also sind so typische Spiele, aber wir sind jetzt, denke ich, können wir mit den 5 Punkten gut leben, auch wenn mehr drin gewesen wäre und wir uns natürlich für jedes Spiel auch das Maximum vornehmen. Ja, trotzdem sieht man auch Woche für Woche, dass die anderen Teams, die auch weiter hinten stehen, regelmäßig punkten. Umso wichtiger, dass ihr diese 3 Punkte von Dresden jetzt vielleicht auch direkt vergoldet gegen Sandhausen? Das ist unser Ziel daheim. Ich denke, zu Hause haben wir sowieso eine positive, gute Bilanz. Die wollen wir weiter ausbauen. Und wie gesagt, die Hauptsache ist, dass unsere Leistung stimmt. Das war jetzt, sage ich mal, ab Kiel, ab dem Halbzeitpfiff in Kiel, war das jetzt eigentlich so die ganze Zeit der Fall, dass die Leistung gestimmt hat. Und dann ist es eigentlich eine Frage der Zeit, dass wir da die 3er holen. Und da wollen wir natürlich in Sandhausen weitermachen, die guten Leistungen bestätigen. Und ich denke, dass wir da auch gute Chancen haben, dann auch punktetechnisch wieder einen Schritt nach vorne zu machen. Zum Abschluss dann noch Sandhausen, langjähriger Zweitligist. Ist das so wieder ein typisches Zweitligaspiel, was oft vorkommt in so einer Saison, wo es wirklich wieder diese Kleinigkeiten sein werden, die ihr auf eure Seite ziehen müsst? Ich denke, da wird es wieder über den Kampf gehen. Sandhausen, die werden immer so ein bisschen belächelt als kleiner Verein, aber man muss ganz ehrlich sagen, dass sie hervorragende Arbeit leisten und nicht umsonst jetzt schon so lange Bestandteil der zweiten Liga sind. Wird wieder ein unangenehmes, ekliges Spiel, ja, typisch zweite Liga eben. Ja, und wir werden alles daran setzen, dass wir da Paroli bieten und ja, die Kleinigkeiten auf unsere Seite ziehen und ja, hoffentlich dreifach punkten können.